Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Zuerst wundert euch bitte nicht über meine Frisur, über mein Auftreten heute. Ich habe nämlich nächste Woche Geburtstag und dann feiere ich so eine Breakfast at Tiffany's Audrey Hepburn Inspired Party. Und deswegen gucke ich momentan so in den Ferien meine ganzen Styles aus, wie ich so Frisuren und Make-up bla 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 machen könnte. Ich wollte trotzdem ein Video für euch filmen und ihr dürft ruhig schon einige failed Looks sehen. Okay, whatever. Heute geht es mal um das Thema, vor allem mal. Heute geht es wie jedes Mal um das Thema Schule und gute Noten schreiben. Und zwar werde ich heute mal die Dinge vorstellen, die ich falsch gemacht habe und hoffe, nie wieder so falsch machen zu werden. Denn ich gehe mittlerweile auch schon 11 Jahre in die Schule und habe da auf jeden Fall einige Lernfehler oder generell Fehler in der Schule gemacht. Und heute möchte ich darüber reden, damit ihr aus meinen Fehlern auch lernen könnt, beziehungsweise euch auf eure Fehler eventuell hinweisen, damit wir alle ein besserer Schüler oder eine bessere Schülerin werden. Viel Spaß beim Video. Zuallererst gehen wir mal zu meiner Klausurenwoche letztes Jahr zurück, wo ihr mich ja auch begleitet habt. Und zwar hatte ich nämlich Herbstferien und danach hatte ich dann meine Klausurenphase. Erstmal muss ich sagen, ich bin so dankbar für das System, was meine Schule hat, weil wir haben wirklich pro Semester nur eine Klausurenphase. Das heißt also, wir haben so 2 Wochen jedes Semester, also jedes Halbjahr, wo wir dann die ganzen Klausuren schreiben. Und ich bekomme das so oft mit, dass einfach Schulen gefühlt immer Klausurenphase haben, also irgendwie so alle 2 Wochen mal eine Klausur schreiben oder so, und gefühlt immer am Lernen sind, und gefühlt sind die Schüler einfach immer am Lernen, weil sie immer irgendwelche Klausuren schreiben, und ich bin echt froh, dass es bei uns so konzentriert ist. Was bei mir aber auch das Problem hervorgerufen hat, dass ich alles auf einmal lernen wollte. Das heißt also, ich hatte die Herbstferien und nach der Herbstferien hatte ich 1 Woche Schule und danach hatte ich dann 2 Wochen Klausurenphase. Und ich habe dann einfach in den Herbstferien angefangen, alles zu lernen. Ich wollte wirklich für jedes Fach in den Herbstferien lernen, was nicht so gut ging. Und ich habe daraus mitgenommen und gelernt für diese Klausurenphase, die by the way übernächste Woche anfängt, wirklich immer nur für die nächste Klausur zu lernen. Für mich funktioniert das irgendwie gar nicht, alles auf einmal zu machen, weil ich dann Dinge wieder vergesse. Sondern meine Methode ist einfach jetzt immer für die nächste Klausur zu lernen. Natürlich sollte man im Unterricht aufpassen, um einfach schon das Grundverständnis zu haben, sodass man nicht von komplett Null anfangen muss beim Lernen. Aber es bringt nicht so viel, einfach in den Ferien beispielsweise bei mir jetzt einfach alles schon mal zu lernen, weil du dann sowieso wieder alles vergessen hast. Und vor allem auch, weil du da nicht priorisieren kannst. Ich finde es auch viel wichtiger, den Stoff für die nächste anstehende Klausur zu priorisieren und dich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Und dann, wenn die Klausur vorbei ist, dich auf die nächste zu konzentrieren. Das gleiche gilt aber auch für Tests. Also falls du in einer Woche oder in einem Monat mehrere Tests schreibst, würde ich dir wirklich empfehlen, nicht alles auf einmal zu machen, sondern dich einfach auf den nächsten Test zu konzentrieren. Vielleicht ist es aber schlauer für dich, wenn du für die anderen Klausuren schon ein bisschen anfängst zu lernen. Aber wie gesagt, versuch nicht auf einmal alles zu machen, sondern immer nur die nächste Klausur. Den nächsten Test. Zweitens ist die falsche Einstellung. Und zwar meine ich damit so das falsche Mindset. Und ich glaube, wir alle haben teilweise ein negatives Mindset zum Thema Schule, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil das Schulsystem, darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden in diesem Video, aber ich sage euch, ihr müsst sowieso in der Schule sein. Ihr könnt auch einfach euer Mindset dementsprechend ein bisschen ändern. Das ist generell so eine Sache, die ich momentan probiere, immer zu sagen, im Endeffekt wird das passieren oder wird nicht passieren, und ich kann so viel nicht beeinflussen. Also könnte ich auch einfach aufhören, darüber Gedanken zu machen, weil ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Und auf die Schule bezogen, ich muss sowieso hier sitzen, ich muss sowieso den Test schreiben, also kann ich auch einfach eine gute Einstellung haben, eine positive, optimistisch sein und mich einfach sozusagen freuen, meinen Blickwinkel ändern und sagen, okay, ich bin dankbar für die Opportunity, dass ich hier was lernen kann. Im Endeffekt können wir das eh nicht entscheiden. Wir müssen dahin gehen, beziehungsweise in der Oberstufe ist es natürlich eine Entscheidung, weil dann kannst du dahin gehen und Abitur machen. Und das ist eigentlich eine Sache, für die wir dankbar sein können und sollten. Der dritte Punkt ist wirklich sehr kontrovers. Und zwar ist das, Musik zu hören während des Lernens. Und ich persönlich mag es nicht wirklich, Musik zu hören, weil ich total schnell dadurch abgelenkt werde. Das heißt also, ich höre nämlich vor allem Lieder mit Lyrics und mit Text, und dann muss ich mal mitsingen, mit tanzen und bin dann voll energisch. Und dann bin ich mal voll energisch, will aufstehen, und das klappt bei mir einfach nicht so gut mit dem Lernen und dabei Musik hören. Was ich aber empfehlen kann, ist entweder Musik ohne Text zu hören oder eben wirklich klassische Musik. Und da gibt es ja auch schon einige Studien, die gesagt haben, dass zum Beispiel klassische Musik oder auch diese Mario Kart Musik helfen soll, sich besser zu konzentrieren. Also würde ich jetzt Musik tendenziell nicht ablehnen. Aber ich würde euch sagen,
Passt darauf auf, welche Musik euch hilft und welche euch eher ablenkt. Gerade auch bei kreativeren Aufgaben kann es auch sein, dass die Musik fördernd ist. Beispielsweise habe ich euch ja in meinem letzten Video in dem Vlog auch erzählt, dass ich gerne Musik höre beim Gedichte schreiben, obwohl ich mich hier beim Gedichte schreiben eigentlich auch konzentrieren muss. Aber da finde ich, regt es irgendwie meine Kreativität an und hilft mir da. Deswegen würde ich euch einfach raten, das Ganze auszuprobieren und zu gucken, welche Musik ihr euch am besten konzentrieren könnt oder ob es vielleicht ganz ohne Musik ist. By the way, ein kurzer Hinweis, falls ihr merkt, dass Musik nichts für euch ist, ihr aber andere Geräusche hören wollt, kann ich euch sehr meine Study With Me Playlist empfehlen. Denn ich habe eine ganze Playlist, wo ich mit euch zusammen lerne und dann hören wir da entweder so Regensounds, ich hätte auch mal mit so Musik, aber ich habe auch einige, die wirklich real-time sind und ohne Geräusche. Also, dass man sozusagen nur mich tippen oder schreiben hört, aber ohne irgendwelche Musik. Also die Playlist verlinke ich sehr gerne in der Infobox. Den vierten Punkt erfahre ich manchmal heute noch und ich versuche mich immer dazu zu zwingen, es nicht zu machen. Und zwar ist der vierte Fehler, den ich gerne gemacht habe, Angst zu haben, Fragen zu stellen oder mich zu melden im Unterricht. Aus Angst einfach, dass das, was ich sagen möchte, verkehrt ist. Und es gibt einfach so Lehrer, die einen einschüchtern. Ich kenne das so gut. Aber Leute, wirklich, gebt euch selbst 5 Sekunden von Fake Confidence, von Fake Selbstbewusstsein und meldet euch. Es kann euch so viel helfen. Ganz im Ernst, wir sind hier in der Schule, um zu lernen und nicht um alles zu wissen. Und ich finde es auch wirklich schade, wenn Lehrer irgendwie dann so negativ reagieren, falls man wirklich etwas Falsches sagt. Aber ich glaube, das machen wirklich, also ich hoffe, das machen die wenigsten Lehrer. Bei mir machen es auch die wenigsten Lehrer, sondern die meisten wollen eigentlich fördern, dass man sich meldet. Aber ich meine, gerade mit Fragen stellen, das ist so eine Sache, stellt einfach die Fragen. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass wenn man eine Frage stellt, diese Frage noch mindestens 3 andere Personen im Raum hat und du dann den Unterricht voranbringst, weil du eben auch allen hilfst, irgendwie das Thema noch ein bisschen besser zu verstehen. Und eigentlich sind Fragen nie dumm. Und ich habe letztens ein TikTok gemacht mit Tipps für die Oberstufe und Dinge, die du unbedingt wissen musst, wenn du in der Oberstufe bist. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass mündliche Noten viel schwerer in der Oberstufe sind als in der Mittel- und Unterstufe, weil ich beispielsweise für die Mitarbeit, in der ich damals eine 1 bekommen habe, jetzt im ersten Halbjahr 9 Punkte, also eine 3+ bekommen habe, in diesem Einfach bei der Lehre, die mich voll eingeschüchtert hat. Aber wenn ihr wirklich immer mitarbeitet und gefühlt auf jede Frage antwortet, dann kriegt ihr auch eine gute Note. Also ich glaube, mittlerweile stehe ich eigentlich in jedem Fach Mitarbeit, also mündliche Note auf eine 1. Ich glaube, ich habe in keinem Fach unter 13 Punkten in der Mitarbeit. Und wirklich, Leute, stellt einfach Fragen, meldet euch bei jeder Frage, sagt irgendwas und ja, dann wird das. Der 5. Fehler, den ich gerne mal gemacht habe, ist, die Zeit im Unterricht nicht richtig zu nutzen. Ach Leute, wenn ich nach Hause komme, dann geht's gerne mal auf die Couch, ins Bett und so weiter. Und dann bin ich so null motiviert, für die Schule zu machen eigentlich. Und wirklich, mein Tipp ist einfach, nutzt die Zeit im Unterricht. Also passt logischerweise im Unterricht auf und macht dort die Aufgaben, aber nutzt auch die Zeit anderweitig, zum Beispiel in den Freistunden könnt ihr Hausaufgaben schon mal machen, in der Pause könnt ihr schon mal was machen. Oder falls ihr zum Beispiel im Unterricht einen Film guckt, von dem ihr wisst, dass er nicht so wichtig ist, könnt ihr ja da schon irgendwie Aufgaben von einem anderen Fach erledigen oder so. Einfach die Zeit gut nutzen. Bodies in motion tend to stay in motion. Also falls dein Gehirn gerade schon wach und in Aktion ist, ist es wirklich einfach rar, dort weiterzumachen. Und deswegen erledige ich sehr gerne Aufgaben direkt schon in der Schule. Das hat eigentlich nur Vorteile. Ja Leute, das waren jetzt einige Tipps von mir, die ich euch empfehlen würde, beziehungsweise Fehler, die ich euch empfehlen würde zu vermeiden, die ich selbst mal gemacht habe, was nicht so cool ist, aber was wir dann lernen wir eben. Also ja, passt alles. Drückt gerne auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, Leute. Tschüss.